Er haut mich auch jedes Mal. Er trifft mich dauernd. Nein. Hey, nicht weg. Haut er immer ab, eh. So, jetzt ist er tot. Siehst du, so. Ich wollte was essen, jetzt habe ich aus Versehen Cobbles hingesetzt. Das war ja sehr schlau. Moment, die müssen weg. Wir schmeißen mal weg die... Ja komm, die Samen brauchen wir nicht. So, davon haben wir nur wirklich genug. Und Erfahrungspopel können wir gebrauchen. Den Eisenbahn wollte ich mir gerne mitnehmen. Wo war er denn jetzt? Hier hinten war er, genau. Und stattdessen schmeißen wir mal weg. Ja, komm, die 14 Eier brauchen wir auch nicht. Oder? Ja, haben wir auch genug. So, andererseits die Blumen. Ne, die lassen wir mal. Die Blumen sind halt Blumen. So, andererseits die Fleisch. Naja, vielleicht für die Hunde. So, ist jetzt hier erstmal alle tot? Kann ich vielleicht jetzt durchlaufen? Jetzt ist hier noch ein, sind noch ein paar Creeper und ein Skelett ist da unten noch. So, tot. Skeletti. So, dann muss ich mal gucken, ob das reicht, um die Schaufel dann überhaupt zu reparieren. Das müsste ja eigentlich auch gehen. Frag mich ja, das, ob sich das überhaupt lohnt, die zu reparieren. Andererseits, die Frage ist, ob ich wieder so eine geniale Schaufel kriege, wenn ich die jetzt nicht repariere. Kostet zwar mehr Diamanten, wahrscheinlich, das Reparieren, aber es, die Verzauberung bleibt ja drauf. Ne? Und wenn ich jetzt wieder was für Level 19 verzauber und dann kommt wieder so ein Scheiß raus, was ich nicht brauche. Oder eine Glücksding. Naja, wobei, die ist ja auch irgendwie sinnlos. Nee, also Effizienz und... Ja, wobei, brauche ich denn Behutsamkeit? Ich weiß nicht. Mach ich jetzt eine... Ich guck mal, was das Reparieren kostet. Moment, ich muss das mal hier ablegen. So, ich pack mal die Erde... Ach ja, hier rein. So. Hops. So, was kostet denn das Reparieren? Warte mal. Ich nehme einfach mal zwei Diamanten mit und guck mal. Die Frage ist ja, neue Spitzhacke oder... neue Schaufel oder nicht? Ne, wenn ich jetzt einen Diamanten mache... War aber... 29 Level. Okay, weißt du was? Ich mach mal Folgendes. So. Minecraft, du willst mich ja komplett veräppeln. Dann mache ich mal einfach mal auf gut Glück. Lege ich mal die hier rein. So, die Diamanten, da packe ich mal einen rein. Ich brauche nämlich nur einen. So, und hier vielleicht mal noch zwei Stöcke. Und dann machen wir mal... Ups. Kann man übrigens auch so machen, macht bloß keiner. So, ne, Diamantschaufel, yeah. So. Und dann werden wir einmal ganz kurz... Ups. Die zweite Diamantschaufel, die ich in dieser Aufnahme gemacht habe. So. Okay, Level 11, nö. Level 12, nö. 13, nö. 13, ne, will ich alles nicht. 17, ne, will ich auch nicht. Will ich auch nicht. 20. Ja, habe ich nur Effizienz 3 gekriegt. Siehst du? So ein Scheiß. Weißt du? Hätte ich mal reparieren sollen. Na egal. So, wobei es immer noch billiger gewesen wäre als das mit den ganzen Diamanten, weil da kriegst du ja nichts raus. So. Okay, die Axt ist auch fast im Arsch, aber da haben wir ja noch eine zweite mit. Habe ich nur Erde? Ich habe schon wieder keine Erde mit, um das hier zu reparieren. Ich mache das später irgendwann. So, jetzt haue ich erstmal das hier alles weg. Moment, also gut. Hier erstmal halt rüber. Einfach alles weg. Hier kriegen wir wieder normale Erde, wir haben mal genug Gras. So, aber es geht auch nicht schneller, ne? Macht er irgendwie so langsam. Obwohl Effizienz... Es ist doch Effizienz 3 drauf. Auf der anderen war doch auch Effizienz 3 drauf. Langsam das... Wow, geht. Spinne. Gibt wieder Erfahrungspopel. Ist ja auch nicht schlecht. So. Mit der geht das... Nee, geht... Das Gras geht generell langsam irgendwie. Glaube ich. Vielleicht liegt es gar nicht daran, dass Behutsamkeit drauf verzaubert war. Sondern dass es generell einfach langsam geht, das Gras abzubauen und vielleicht die normale, so einfache Erde. Es ist überhaupt nicht normal hier, wie ich wieder in welcher Geschwindigkeit ich das hier einfach abbaue, aber naja.
Hilft ja nicht. So. Sogar das kriegt man kaputt. Aber das machen wir nachher von oben nochmal. So, jetzt erstmal hier wieder aufsammeln. Wow, Alter. So. Also Erde habe ich erstmal genug. Gras auch natürlich. Ne? Also Grasblöcke. So. Habt ihr ja gesehen, irgendwann mal in der Truhe, als ich reingeguckt habe, wie viele Grasblöcke da drin waren. Das sollte reichen. Du brauchst ja eigentlich immer nur einen, weißt du, setze einen Block. Ja, das wird alles zu Gras. Also eigentlich, und im Notfall kannst du noch eine Grastreppe bauen. Einfach da durch. Also eine Erdtreppe, so eine Erd, wo halt das Gras lang wachsen kann, weißt du? Statt da jetzt dutzende Grasblöcke zu verbrauchen, ich glaube, ich werde vielleicht einen brauchen für einen Nefer, wenn ich da mal was reinbauen will mit Gras und so. Mal sehen, was Schönes im Nefer bauen. Hehehe. Ist ja überhaupt kein Widerspruch oder so. Weißt du? Wobei, da kannst du tatsächlich mal so ein kleines Häuschen bauen oder so im Neferstein drin. Dann machst du ein bisschen Koppel an der Seite. Und dann hast du da so eine Art Oase drin. Weißt du? Statt, ja. Ich weiß gar nicht, ob man Eis im Nefer platzieren kann. Es wäre natürlich extremst genial, einfach da Eis zu platzieren. Wasser verdampft ja, aber Eis habe ich noch gar nicht gelesen, ob das auch im Nefer verdampft. Wahrscheinlich schon, aber das ist eine gute Frage, ob das geht. Könnt mir so eine Eishöhle im Nefer bauen? Na klar. Das ist zum Glück überhaupt nicht unrealistisch. Also, so, apropos unrealistisch, ich mach mal wieder meine Maschinengewehrschaufel hier wieder bereit. So, und hau einfach mal irgendwo rein. Ich sehe überhaupt nichts, was ich hier mache, aber ich muss ja eh alles weghauen, von daher ist das ja egal. So. Das ist total übertrieben. Boah, erstmal die Maus wieder richtig hinrücken. So. Okay, wie lange zocke ich? Gut. Schon wieder fast 2 Stunden, Mensch. So. So. Ich hau das einfach mal alles weg. Ich muss mich nachher nochmal hochgraben und die Bäume da weghauen. Was mache ich denn später? So, jetzt muss ich mich aber erstmal hier durchhauen. Einfach und die ganzen Dinger weghauen. So. So, jetzt hier einfach alles weg. So. Dann haben wir eine riesen freie Fläche für eine kleine Stadt. Was natürlich gar nicht so schlecht ist eigentlich. So, dann können wir da eine kleine Stadt hinbauen. Oder also eine große Stadt. Je nachdem, wie man es definieren möchte. So, im Vergleich zu SimCity wird das eine große Stadt. Naja, so. Ach ja, das neue SimCity ist auch ein Müll. Ah nein, es regnet. Och nee. Och Mann. Ist das Regen oder ist das sogar Gewitter? Was passiert eigentlich bei Gewitter in der Wüste, wenn es da blitzt und ein Blitz einschlägt? Dann verbrennt ja alles. Oder nicht? Oder können da gar keine Blitze einschlagen? Hier wird es ja vom Regen einfach gelöscht. Wenn hier ein Blitz einschlägt und was zu brennen bringt. Wird sie einfach gelöscht, ne, vom Regen. Klar, aber in der Wüste? Aber es ist kein Gewitter jetzt, glaube ich, ne? Nee. So, ich war mal auf so einem Minecraft-Server, wo die immer das Wetter wieder auf sonnig gestellt haben und immer wieder auf Tag. Das war so scheiße, Mann. Echt mal. Also ein bisschen Atmosphäre darf schon sein. Weißt du, dann darf es auch mal regnen. Weißt du, und dann stellen die jetzt immer wieder auf Sonne und auch wieder auf Tag. Weil es ja bei Regen so doll leckt und so. Ja, weißt du, es ist echt. Ach man. Gut, das kann ich noch verstehen, aber trotzdem ist das scheiße. So, ich habe übrigens, glaube ich, wirklich nicht. Habe ich weniger FPS beim Regen? Nee, ich glaube nicht. Aber ich habe ja hier eh einen High-End-Rechner und Minecraft läuft trotzdem nicht richtig. Aber naja. Das ist ein altbekanntes Problem. So, hier liegt schon wieder viel mehr, als ich tragen kann. Da ist ja ganz famos. Ich muss mal eine Kiste irgendwo hinstellen, glaube ich. Naja. So, ich gehe mal hier hoch. So, hops. Und hier hoch, hops, 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 hops. So, und bevor ich das vergesse, so. Okay, dann gehe ich mal zurück, bringe mir die Erde ganz schnell weg, dann gehe ich mal und dann laufe ich wieder zurück und ne, und so. Und dann muss ich den Rest Erde mitnehmen. So. Und vorher auch mal ganz kurz nochmal gleich was essen wieder. Naja, mache ich auf den Weg. Hält da alles voll. Hier noch nicht. Aber gleich. So, Erde, Erde. Ach ja, hier Steine. Haben wir jetzt auch einigermaßen.
Ein paar, noch nicht ganz so viel wie Gronkh, aber wir haben schon ein paar Steine. So, dann lege ich mir hier mal das Holz auch nochmal rein. Die Kohle packe ich hier mal rein. Den einen Faden brauche ich eigentlich nicht. Die Samen könnte ich auch wegwerfen kurz. Die Blumen behalte ich mal. Ja, komm, den Eisenbahn, der kommt auch da rein. Und die Pfeil und Bogen kommt hier rein. Hops. Und dann tue ich mal ganz kurz... Die Samen wollte ich gar nicht. Mann, verdammt. Nee, hier unten. Hops, hops, hops. Und Blumen kommen hier unten rein. So. Und der Faden kommt hier auch nochmal rein. Dann habe ich auch den Faden. Bin ich auch losgeworden. So habe ich meinen Faden wieder verloren. Aber naja. So. Schlechte Wortwitze, FTV. For the win. So. Ich muss gleich nochmal... Muss ich jetzt pennen gehen? Ist schon wieder Nacht. Verdammt. Oder brauche ich Level? Ich gehe lieber nochmal pennen. So. Ist mir jetzt zu blöd, noch eine Nacht zu kämpfen. Ich gehe mal ganz kurz pennen. Hier hoch. So. Alter, so die Aussicht auf die Brücke ist natürlich auch famos. Vor allem die noch nicht fertig ist, die Brücke. Naja. So, das Gras wächst dann auch irgendwann da nochmal rüber, über die Brücke. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, hier, das müsste ich eigentlich auch nochmal umbauen. Die sieht irgendwie ein bisschen blöd aus so. Naja. Mit dem Übergang jetzt erstmal runter hier und die Erde alles an Erde aufsammeln. So, ach du Scheiße. Na klar, überhaupt nicht viel Erde oder so. Nee, gar nicht. So, ups. Nanu. So, Erde. Erde, 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 Erde. So, genug Erde. So, jetzt hier nochmal, ich hau einfach alles weg. So, hier vorne. Oh, die Bäume muss ich dann natürlich einzeln weghauen. Das ist ein bisschen blöd, aber das geht schon. Irgendwie dann. Muss ich da mal sehen. So. Warum ich so viel Samen habe, ist einfach nur, weil das Gras dann kaputt geht und ich dann die Samen davon kriege. Ist klar, ne? Logisch. So. Aber ich brauche die Samen gar nicht. Ich habe ja selber welche. Also ich habe in der Truhe natürlich liegen noch ganz viele. Also in der Kiste, Truhe. Ich vergesse immer, welches richtig war. Ich sage jetzt einfach Truhe oder Kiste. Ich sage einfach das so... Ihr wisst ja, was ich meine. So. Ne? Ist ja das Wichtigste. So, jetzt hier wieder Amok. Schlagen mit der Schaufel. Ist ja auch nicht schlecht. So. Ist auch schon halb kaputt hier. So, das Problem ist jetzt die eine Erdschicht da oben. Das ist ein bisschen doof, dass die da noch übrig geblieben ist. Ja, ich muss erstmal die Maus wieder richtig hinpacken. Die verrutscht hier immer, weil man bewegt sich ja immer irgendwie in die gleiche Richtung. Ich habe die schon extrem langsam eingestellt. Also extrem schnell, dass ich die extrem langsam bewegen muss, um sie im Spiel extrem schnell zu bewegen. Aber es ist immer noch, die verrückt immer noch so weit. Das ist ein bisschen doof. So. Ups. So, jetzt gehe ich einfach mal hier. Ich glaube, ich gehe gleich systematisch durch, weil ich eh gleich fertig bin hier. Hier kriege ich nicht weg. Das kriege ich weg. So. Moment. Also, hier. Nanu, weg. 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 Das da drüber geht leider nicht weg. Muss ich dann manuell von oben machen nochmal. Muss der manuell von oben machen? Was? Nee. Quatsch. So, So, jetzt müsste auch die Schaufel gleich kaputt sein. Oh Gott. Zum Glück habe ich eine Diamantschaufel gemacht, sonst hätte ich 10 Milliarden Eisen verbraucht. So verbrauche ich nur 2 Diamanten insgesamt. So, hier, ja, ich weiß, sieht aus wie ein Penis aus Erde, aber ist es nicht. So. Ach ja. So, vor allem hängt der ja auch runter, das ist ja unrealistisch. Ne? So, anderes Thema. Gut, ich glaube, ich hau das jetzt einfach noch erstmal hier weg. So, ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren, um alles zu treffen hier. Aber eigentlich ist auch nicht so viel Konzentration nötig. Ich habe aber heute schon wieder so viel gelabert, ich weiß gar nicht, über was ich jetzt noch reden soll. Verdammt. Schlag doch mal Themen vor. Was könnte man denn erzählen? Tja, hier unten muss... Ach, hier muss auch nochmal alles weg. Ach du Scheiße.
wie viel Erde hier wieder liegt. Ich sammle die einfach mal erstmal auf hier. So, ups. So, so, einfach alles aufsammeln. So, nanu. Ja, die ist so verteilt hier, das ist blöd. Naja. So, aufsammeln, aufsammeln, aufsammeln. So, habe ich jetzt alles. Sieht ganz gut aus. So, hier. Was denn hier passiert? Das muss ja auch weg. So, ups. So, wie sieht's aus? Hier ist schon mal ganz gut. Alter, wie schnell das auch ging jetzt auf einmal. Jetzt, wo nur noch Erde da war. Ging das richtig schnell. So, jetzt hier nochmal alles weg. Und dann, ja. Muss ich mich nachher nur noch wieder hochgraben. Ups. So, nanu. Um die ganzen Bäume da wegzuhauen. Das mache ich, glaube ich, in der nächsten Aufnahme dann. Dann habe ich nämlich ganz viel in der Luft schwebenden Bäume. Das ist auch ganz toll. Ach ja, ist das nicht schön. Schwebebäume sind doch einfach toll. So, dann können wir auch von der Seite die Brücke betrachten. Sofern die Bäume dann weg sind. Ne? Und dann, ja, können wir auch ein bisschen Stadt hier hinbauen. Muss ich mal gucken, was ich da, wie groß ich das baue, was ich da hinbaue, wo ich die Wege baue. Muss ich alles erstmal schauen. Jetzt muss ich hier erstmal, Moment, das hier nochmal weg. So, ich gehe jetzt einfach hier so durch. So. Ups. Oh, hier ist auch nochmal was. So. So, jetzt hier nochmal zurück. So, ganz langsam. Und so kann man ganz schnell Erde abbauen oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob das schnell geht, aber es geht auf jeden Fall. So. Aber es ist natürlich, es passt auch so ganz genau nicht. Um ein Dings passt es nicht. Weißt du, das ist so unfassbar eigentlich. Jetzt muss ich da extra nochmal hoch und die Erde abbauen. Ach Mann. Will ich nicht, Mann. Das ist so eine Fummelarbeit wieder. Da muss ich immer das, was unter mir ist, wegbauen. Nee, muss ich nicht. Aber ich muss zumindest erstmal hochkommen. So. Na, das sollte nicht das Problem sein. So, Moment. Die Bäume muss ich dann auch gleich mal weghauen, bevor ich dies alles abbaue hier. So, Moment. Ups. So, ist denn jetzt hier erstmal... Sieht erstmal so aus, als hätte ich jetzt hier alles abgebaut, hier unten. Ich sammle das schon mal auf. So, zumindest bis auf die Höhe, wo ich nicht mehr rankomme, so einfach. So, sammle ich mal auf und dann gehe ich mal oben hin. So, okay. Hier liegt nichts mehr. Gut, ich gehe mal nach oben und baue mal von oben das Ganze ab. So. Mach ich das Ganze von oben. Yeah. So, Moment. Also, hier, der Baum kann eigentlich bleiben, der muss aber weg. Nanu. So, treffe ich noch? Ja, komme ich noch an. Da komme ich auch noch an. So. Yep, okay. Ah, gleich ein Apfel. Cool. So, ups, hoppsala. So, erstmal hier. Na, es ist natürlich die Axt kaputt gegangen. Das macht aber nichts. Wir bauen uns jetzt einfach hier runter. Ups. So, und jetzt. So, das muss weg. Ich glaube, den Baum hier muss ich auch weghauen. Ja, muss ich wahrscheinlich. So, ja, muss ich. So, okay. Ups. Der muss weg. So, da muss ich mal gucken, wie ich das denn... Wie habe ich das denn gemacht? Warte mal. Also hier muss Mauer hin und ich glaube, hier muss ebenfalls eine Mauer hin. Da muss ich gleich nochmal gucken. Aber vorher baue ich erstmal die Bäume hier ab. Alter. Ich muss hier bloß aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. So, erstmal hier Walterpolzen. Yeah. Ist das nicht toll? So. Und dann ist auch gleich schon wieder die Folge vorbei und die Aufnahme auch, weil ich muss nämlich auch mal wieder was anderes machen, als nur aufnehmen. So, ups, da ist noch mehr Baum. Und da unten ist noch Baum. Da oben aber nicht. Nee, okay. So, hier ist auch nochmal ein Baum. So, ah, la 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 la. Hier sind noch, sind hier noch mehr Bäume drauf? Da, hier hinten ist noch, komme ich da ran? Moment. Komme ich ran? Ja, ich komme ran. Okay. Okay, ich komme ran. Jetzt wieder zurück. So. Okay, ich glaube, jetzt sind hier oben erstmal alle Bäume weg. Das heißt, ich kann jetzt mich mal durch.
haben hier. Und die erstmal was essen. So, ich kann schon nicht mehr rennen, das ist ja unpraktisch. So, und jetzt hier Geronimo. Scheiße. Hat ja wunderbar geklappt. Verdammt, ich wollte jetzt einfach rüberspringen. Hat aber nicht so ganz geklappt, scheinbar. So. Okay, jetzt habe ich erstmal das aufgesammelt. Hier liegt ja auch nochmal was. So ein Apfel auch noch. Muss ich gleich essen. So. Also ich bin. Ja, ich bin ja gar nicht hungrig. So. Okay, dann einmal hoch wieder. Ups. Und da muss ich bloß irgendwo was finden, wo ich anfangen kann mit abbauen. Zum Beispiel hier vorne.